Guten Tag, Leute. Ich habe mir gedacht, man könnte ja mal eventuell die Corona-Krise ein bisschen vloggen. Ja, wie ihr seht, ich befinde mich hier draußen, nicht drin. Ganz was Seltenes bei mir. Und meine Freundin und ich werden jetzt noch kurz ein bisschen draußen rumfahren. Longboard und Inlineskates habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, heute ist Sonntag. Ab morgen treten ja so ein paar Regelungen in Kraft. Unter anderem eben die Ausgangssperre. Das heißt, man darf eigentlich nur noch raus, wenn man wirklich irgendwelche wichtigen Einkäufe hat oder ja, was anderes. Oder halt spazieren gehen, aber auch nur, wenn es sein muss, mit Familienangehörigen, also mit Leuten, mit denen man sowieso zusammen wohnt. Also eigentlich bewege ich mich in einer Grauzone, wenn meine Freundin jetzt jedes Wochenende zu mir kommt. Drauf geschissen. Es ist Sonntag und ich will nur mal festhalten, dass das hier der Parkplatz von einem Restaurant hier bei uns ist. Und ja, an einem Sonntag ist, glaube ich, normalerweise mehr los. Es ist krass, wie wenig Verkehr auch ist. Also es ist wirklich wie ausgestorben. Der Grund, warum wir übrigens gerade zur Bank gehen, ist, dass ich zum Geburtstag von Samsung einen 20% Gutschein bekommen habe und... Sag mal, kann das Radio Maul halten oder so? Ich habe von Samsung zum Geburtstag einen 20% Gutschein bekommen, der auf alles gilt im Online-Shop. Und ja, ich habe mir Galaxy Buds Plus gekauft. Allerdings habe ich die bei einem anderen Händler gekauft, weil die dort auch nicht teurer waren. Und jetzt gebe ich den Gutschein eben meiner Freundin und die hat kein Online-Banking. Fragt mich nicht, wieso. Die hat kein Online-Banking. Deshalb überweist die mir jetzt das Geld und dann kaufe ich irgendwann unter der Woche das Handy für sie. Ab Montag ist ja auch die Schule zu, also ab morgen, ne? Und ich dachte mir, das Ganze muss man ja auch irgendwie für die Nachwelt festhalten. Keine Ahnung, ich probiere einfach mal das Vloggen, wie auch immer. Ich meine, ich muss ja draußen eh aufpassen, dass ich nicht irgendwie aus Versehen was filme, was komplett mein Wohnort liegt. Aber ja, man kann nicht immer nur drinnen filmen, ist ja auch irgendwie... langweilig. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie es mit der Schule weitergeht. Je nachdem, wie es da läuft, habe ich jetzt halt unter der Woche definitiv mehr Zeit für YouTube, mehr Stream, mehr Videos, wahrscheinlich eher mehr Stream, Twitch und so. Ja, ich werde wahrscheinlich halt jetzt jede Woche irgendwie so ein Corona-Vlog machen. Was weiß ich. Es ist schon wirklich, wow, die Belichtung ist ja super. Es ist schon echt ungewohnt, irgendwie hier draußen zu filmen und zu labern so von der Kamera, wenn man es nicht gewohnt ist. Es war schon auf der Gamescom komisch, wo es eigentlich nicht komisch ist. Aber gut, man muss sich ja daran gewöhnen, irgendwie, wenn man vloggen will. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Schule weitergeht und so weiter. Man wird sehen, wie es mit den gesetzlichen Regelungen aussieht. Eigentlich hat es geheißen, dass Restaurants und so noch ja, jeden Tag bis 15 Uhr zumindest offen haben dürfen. Jetzt heißt es auf einmal ab Dienstag gar nicht mehr. Geschäfte haben sowieso keine mehr offen, außer Lebensmittel und sowas. Also lebensnotwendige Geschäfte. Ja, also man wird sehen, ich halte dich auf dem Laufenden. Wisst ihr, was mein Problem ist? Erstens, dass mir kalt ist. Und zweitens, dass der Friseur jetzt auch nicht mehr offen hat. Logischerweise. Ich meine, der ist ja nicht so lebenswichtig wie jetzt Lebensmittel und so. Aber das ist schon dezent abfuckend, weil ich eigentlich demnächst zum Friseur gehen wollte. Meine Haare sehen echt schon scheiße aus. Übrigens, kennt ihr das, wenn ihr draußen wart? Die Luft ist eiskalt und euch läuft danach die Nase komplett. Ich hasse es. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall so gut wie dunkel. Sieht jetzt aus, als wären wir voll lange draußen gewesen. Sagen wir, es war auch so. So, nächster Tag, heute ist Montag. Jetzt musste ich wohl doch nochmal raus mit meiner Freundin. Ja, ich muss noch ein Paket zurückschicken von Superdry. Ja, moin. Jetzt müssen wir kurz zur Post und dann wieder zurück. Man soll sich ja nicht draußen aufhalten. Sonst kriegt man ein paar tausend Euro Strafe. Das ist kein Joke. Wir sind im Paket wieder da. Die Post hat andere Öffnungszeiten. Wir waren 15 Minuten oder so zu spät dran. Ja, entweder ich fahre noch am Nachmittag oder morgen nochmal. Ja, mal schauen.
So, jetzt hatte die Post offen am Nachmittag und jetzt ist das Paket auf dem Weg zurück. Dann bekomme ich mein Geld wieder. Ich habe mir übrigens einfach ich habe mir eine tolle Bauchtasche gegönnt im Sale von Superdry. Ja, die war irgendwie halt so groß wie mein ganzer Oberkörper. Ich habe wohl überlesen, dass das eine große Bauchtasche ist. So, ich starte gleich den Livestream. Ich habe noch ungefähr 10 Minuten, keine Ahnung, ob man 10 kann. Ich gehe mir jetzt noch ganz schnell was zum Essen machen und dann startet auch schon der Stream. Übrigens, was ich euch noch schnell erzählen muss, ich gehe jetzt gleich pennen. Ich blende euch ja die Uhrzeit wieder ein. Eigentlich habe ich gestern jetzt aus der Sicht schon einen Anruf bekommen am Vormittag, dass mein Krankenhaustermin, den ich eigentlich gehabt hätte am Donnerstag, am 19. März, einfach eine typische Kontrolluntersuchung von meinem Darm, dass der eben abgesagt wurde. Ich meine, das war mir eh klar, aber oh, ich habe nichts dagegen. Meine Darmkur ist ja noch voll im Gange, das dürfen die meisten ja wissen. Und die Werte wären wahrscheinlich schon besser gewesen, das auf jeden Fall, aber halt noch nicht ja so gut, wie sie sein würden, wenn ich komplett fertig damit bin. Ich bin ja derzeit noch inzwischen fast fertig mit dem Ausschleusen von den Bakterien und danach nehme ich was zum Aufbauen der Darmflora. Und ja, am liebsten wäre es mir, wenn ich mit diesem Aufbauen von der Darmflora noch fertig wäre und dann habe ich die nächste Kontrolluntersuchung, was inzwischen jetzt tatsächlich nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es die nächsten Tage so weitergeht. Es sind crazy Zeiten, die wir festgehalten werden müssen. Hab gerade die Super Mario 3D Land Champions Road aufgenommen und hab glücklicherweise nur so 40 Minuten gebraucht. Und jetzt will ich gerade mal nach unten hustlen, denn ich erwarte heute eigentlich ein Paket. Allerdings befürchte ich, dass sich das Ganze wahrscheinlich verzögern wird. Es ist fast 16 Uhr und es ist noch keine Post da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Post ein bisschen überfordert ist, aber kann man den auch echt nicht übel nehmen. Ich erwarte nämlich meine Galaxy Buds. Auf was ich dann auch gespannt bin, ist, ob ich den Animal Crossing rechtzeitig bekomme. Wenn nicht, wäre es natürlich schade, aber werden wir ja sehen. Tja, Paket ist leider noch immer nicht da, aber na gut, was willst du machen? Jetzt ist erstmal gleich der Livestream angesagt, wo ich mich zur Kritik äußere. Ja, wie zufrieden seid ihr? Jetzt warten hier schon anscheinend ein paar Leute. Sieht fertig aus, oder? Whatever. Ich habe fast das Meeting verpennt, was wir gleich haben. Tatsächlich macht ein Lehrer jetzt mit uns, what the fuck, wie sehe ich aus, Alter? Mit uns gleich ein Meeting über Teams. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich fahre gerade PC hoch. Mal schauen, wie das funktioniert. Heute kommen übrigens die Galaxy Buds. Habe ich vorher die Benachrichtigung bekommen, dass es in Zustellung ist. Das heißt, heute Mittag bekomme ich die Galaxy Buds. Und auch Animal Crossing wurde gestern schon versendet, beziehungsweise ist schon verpackt worden gestern und wird wahrscheinlich heute versendet. Also vielleicht kommt es sogar am Donnerstag. Spätestens am Freitag ist es da. No joke, die beste Investition in meinem Leben war definitiv das Tablet hier. Ich kann mir einfach die PDF-Files runterladen von den Lehrern, kurz mit dem Stift draufkritzeln und wieder zurückschicken. Es ist so verdammt chillig. Ah, schön. Aber was definitiv weird ist, sind diese Besprechungen. Weil, diese Besprechungen sind dezent weird. Für heute Nachmittag hat auch ein Lehrer tatsächlich eine Besprechung angesetzt, damit wir besprechen können, wow, Alter, die Sonne, damit wir besprechen können, wie es weitergeht. Mal schauen, wirft man den Plan ein bisschen durcheinander, aber es ist noch immer besser als Schule, muss man sagen. Übrigens, die Matura wurde inzwischen auch fix verschoben, um mindestens 2 Wochen, anstatt dem 5. Mai ist sie jetzt frühestens am 18. Mai. Aber ich denke, dass sie eventuell sogar noch weiter nach hinten verschoben wird. Aber das ist eben der früheste Termin, den sie jetzt geben. Also um 2 Wochen ist sie auf jeden Fall schon mal fix verschoben. Sendung laut Empfänger Vereinbarung zugestellt.
Das schreit nach meinen Galaxy Buds. Okay, ein Paket für meine Mutter. Ein Paket für meinen Vater. Und ein Paket für mich. Hat jemand Bock da drauf? Tja, kriegt ihr aber nichts. Meins. Einmal hier durch. Und einmal hier durch. Weg damit. Weg damit. Und da sind sie auch schon. Wow. Die sind ja, okay, schwerer als ich gedacht habe. Da sind meine Galaxy Buds Plus. Verbindung wird vorbereitet. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Galaxy Buds Plus. Dann nehmen wir die jetzt einfach mal raus hier und ich stecke mir die jetzt einfach mal so richtig ekelhaft ins Ohr rein. So, und jetzt sollte ich einfach, wenn ich die Galaxy Buds hier jetzt öffne, jetzt, genau, wird es automatisch wieder verbunden. Geil. Okay, und regelmäßig reinigen. Natürlich, dankeschön. Sehr nice. Moin Leute, es ist spät. Wir sind gerade noch hier nach dem Stream. Wir haben einmal heute Minecraft gestreamt und einmal, wie heißt's denn? Warzone und PUBG. Da ist Chrissy. Sag hi Chrissy, du bist im Video. Ja, Galaxy Buds habe ich heute schon getestet. Muss ich die nächsten Tage noch weiter testen. Bisher machen sie einen guten Eindruck. Und was ziemlich nice wäre, wenn morgen schon Animal Crossing bei mir ankommen würde. Ja, mal schauen. Schauen wir doch mal kurz, ob Animal Crossing schon da ist. Moinsen. Noch nix. Aber die Post war, glaube ich, heute noch nicht da. Also sollte noch alles gut sein. Animal Crossing kam heute übrigens nicht an. Das heißt, ich muss es morgen aufnehmen, während meine Freundin schon da ist. Ja, mal schauen. Schade, dass es nicht gekommen ist, aber gut. Was willst du machen? Kannst ja eh nichts machen. Ja, ich denke, man hört sich dann morgen wieder zu Animal Crossing. Animal Crossing ist zwar noch nicht da, aber ein anderes Paket ist da. Und zwar das hier. Ihr wisst ja, wir waren bei der Bank, meine Freundin und ich, am Montag war das? War das am Montag? Nee, Sonntag. Am Sonntag war das. Ja, und das Handy ist jetzt eben da. Sie hat sich das Galaxy S20 in Blau mit Galaxy Buds bestellt. Ja, jetzt haben wir beide Galaxy Buds. Aber Animal Crossing ist noch immer nicht da. Hier, beides am Laden. Die weißen Galaxy Buds und das S20. Oh Mann, ich hätte es auch so gern. Ich habe noch mein S9. Schön in Blau. Alter, ich hätte das auch gern. Das ist schon, Blau ist echt eine geile Farbe eigentlich. Das ist ganz nice. Guckt mal, was ich hier habe. Machen wir mal ganz schnell den Spaß hier auf. Und jetzt nur checken, dass das ja auch das Richtige ist. Ist auch schön hier mit Werbung. Und es ist tatsächlich nicht nur das Spiel. Es ist tatsächlich, als Vorbestellerbonus habe ich ein Brillenputztuch und irgend so ein Stickerbogen dazu bekommen. Ja, wird sowieso irgendwo in der Ecke vergammeln. Aber ja, schön hier öffnen. Ich habe das Innere noch gar nicht gesehen. Ah, schön, die Dodo Airlines in Kooperation mit Nook Inc. Schaut hier die Cartridge, die einfach nach wie vor Mini ist. Und jetzt erstmal aufnehmen. Habe jetzt gerade 1 Stunde und 20 Minuten Animal Crossing aufgenommen und meine Freundin macht schon wieder irgendwas im Hintergrund, das viel zu laut ist. Danke. Ja, ich habe gerade 1 Stunde und 20 Minuten Animal Crossing aufgenommen, dann noch 1 Stunde geschnitten und jetzt habe ich gerade, ja, rendere ich gerade das Video, das ungefähr 20 Minuten lang ist. Und ja, Thumbnail, wunderbar. Probier gerade ein bisschen an einem neuen Thumbnail-Stil rum. Und es ist gerade 18.17 Uhr. Ja, und das Video sollte schon langsam mal online kommen. Es ist schon Samstagabend. Heute hat sich nicht sonderlich viel getan. Wir chillen, also meine Freundin und ich chillen einfach nur den ganzen Tag im Bett und schauen Serien und machen sonst eigentlich nichts. Sie legt sich gerade auch auf meiner Animal Crossing Insel einen Account an. Also, ja, mal schauen. Sie hat ja selbst keine Switch und deshalb muss sie meine Switch missbrauchen mit einem eigenen Account. Die ganzen Ausgangsbeschränkungen wurden ja jetzt auch bis Ostermontag verlängert. Das heißt, dass man eben nicht rausgehen soll, dass die ganzen Läden geschlossen bleiben.
dass ja, wir nicht in die Schule dürfen und alles. Okay, das war sowieso bis Ostern, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das auch nach Ostern nicht der Fall sein wird, dass wir in die Schule dürfen. Befürchte ich schon. Also ja, keiner weiß, wie es weitergeht. Aber hiermit würde ich eigentlich diesen Vlog, der sich über diese Woche hier erstreckt hat, beenden. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, oder wenn ihr neu seid, aus irgendeinem Grund auch über ein Abo, wenn ihr auch in Zukunft mehr davon sehen wollt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt und ja, ob ihr das weiterhin als wöchentliche Serie mehr oder weniger sehen wollt. Solche Vlogs aus meinem Leben mehr oder weniger. What the fuck? Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Dankeschön an meine MVP-Kanalmitglieder. Ich heiße Sven, Kali und André. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanalmitglied werden.